Wieso? Du siehst aus wie ein Helikopter. Okay. Du bleibst da unten. Du kümmerst dich drum. Das ist ein Ding mit Teilen dran. Nicht hilfreich. Ja, ich bin nach Deep Rock Galactic mehr hilfreich von dir gewohnt. Wesentlich mehr. Aber das ist auch vollkommen okay. Ich stelle sie mal ein bisschen was zusammen, damit sie ein bisschen mehr Platz haben. Ja, rennt alle da hoch. Macht sie kalt oder heiß. Je nachdem. Ich habe gerade bei DRG eigentlich die Klappe gehalten. Ich weiß, ich weiß. Aber du hast auch versucht, nicht zu spoilern, was auch vollkommen in Ordnung ist. Was ich auch sehr gut fand. Und es hat immer Spaß gemacht. Und da haben sie neues Bio-Dings hingestellt für Soldaten. Ja. Einheiten reparieren können wäre schon geil. Aber ich bin ja schon überhaupt froh, dass sie einen Lebensleister haben. Mal sehen, kann ich dieses Gebäude da auseinandernehmen? Das wäre nämlich richtig geil. Oder soll ich das überhaupt auseinandernehmen? Ja, wenn ich wüsste. So, das andere Ding kommt ja auch mal rüber zum Schutz. Bereit, Ziel gespeichert. Erwarte Befehl, Ziel gespeichert. Produktion abgeschlossen. Erwarte Befehl. Erwarte Befehl. Bereit, Ziel gespeichert. Erwarte Befehl gespeichert. Erwarte Befehl. Produktion abgeschlossen. Wo habe ich eigentlich meine Fußtrupps hingestellt? Ach ja, die stehen hier. Ich stelle sie mal darüber. Nicht, dass ich sie aus Versehen mit reinschicke, weil ich kann zwar jetzt mehr produzieren, aber besser ist das. Ich war bin ohnehin immer noch geflasht davon, dass ich mal im Stream ein Spiel vorgeschlagen habe und es dann tatsächlich auch gespielt wurde und ihr Spaß hattet. Ja, ja, ja. Vor allen Dingen, und auch noch Spaß. Das ist so. Und vor allen Dingen, wir haben es tatsächlich als eines der ersten Spiele, wo ich gesagt habe, wir spielen das vielleicht noch öfters, tatsächlich danach noch weitergespielt. Also ein, zwei Sessions bis jetzt. So als Lückenfüller. Weil es sich einfach dafür sehr gut eignet. Würdest du jetzt einfach mal da loslaufen? Danke. Also es ist tatsächlich ein schönes Spiel, was ich auch gerne immer öfters mal spiele. Produktion abgeschlossen. Ich könnte es jetzt zwar nicht mehr so hart durchsuchten im Moment, wie ich es jetzt am Anfang der Zeit gemacht habe, aufgrund dessen, dass ich mich einfach übersättigt habe bei dem Spiel. Aber hin und wieder mal so eine Runde Deep Rock Galactic geht. Das ist Produktion abgeschlossen. Ist wie MechWarrior, das kann man auch immer wieder spielen. Haha, ja genau, ein, zwei Sessions. Ja gut. Nein, also insgesamt sind es tatsächlich 30 Sessions mehr oder weniger am Stück geworden. Und seitdem haben wir da,
seitdem ich dann gesagt habe, so jetzt pausieren wir mal und machen was anderes, sind es noch mal ein, zwei Sessions dazu gekommen. Das weiß ich, weil ich die Sessions mitgezählt habe, aufgrund dessen, dass ich sie gerade anfange zu schneiden. Also da sollte jetzt, ich weiß nicht, ob es am 9. oder am 12. ist, sollten die ersten Deep Rock Galactic Sachen auf meinem YouTube-Kanal auftauchen. Produktion abgeschlossen. Und da kann man die Mission nochmal hautnah nach empfinden. Und unseren Spaß. Vor allen Dingen unseren Spaß. So, wenn der hier jetzt da oben angekommen ist, schicke ich es ja dann nochmal raus. So, mit Steuerung konnte ich sie auswählen. Ich glaube, die haben die Fehler auch. Die Kabel eben vorher nicht durch. Nickt. Ja, ich meine. Sich an dem Spiel übersättigen kenne ich. Es ist zwar auch nicht gut, aber pausieren, was anderes finden. Ja, genau. Der doofe Raketenwerfer da rumgeht nach dem Keks. Ja, kommt durch. Macht das Hauptgebäude kaputt, dann können sie nämlich keine neuen Gebäude mehr produzieren. Ja, und jetzt macht die Raffinerie kaputt, weil dann könnt ihr nämlich keine neue Raffinerie... keine Credits mehr produzieren, also, also. Und dann kann ich euch langsam nach und nach wegmelden. Produktion abgeschlossen. Ja, da fehlt noch ein Stück. Ja gut, die können jetzt auch nicht mehr viel machen. Das Schöne ist, der Turm ist jetzt beschädigt, das heißt, sie werden versuchen, die KI kann versuchen, ihn zu reparieren. Das kostet natürlich wieder Materialien, beziehungsweise Geld in dem Fall, und mit dem Geld produziert er keine neuen Einheiten. Jetzt müssen wir dummerweise wieder sammeln. Hätte ich die Möglichkeit, mehr und vor allen Dingen schneller Geld zu produzieren, würde ich ja sagen, ich baue noch ein zweites Produktions... Ding, wo ich dann einfach weitere Hellmaker rausspuck, aber Produktion abgeschlossen. Die einzige Idee, die ich hätte, tatsächlich ein zweites Ding zu bauen, wäre, um eine zweite Einheit nahe zu bauen. Aber ich glaube, das brauche ich hier nicht. Produktion abgeschlossen. Gut, dass ich die eine Einheit dahingestellt habe. Hier wollte ich einen Turm bauen. Produktion begonnen. Was habe ich denn da noch gehabt? Da war doch ein neues Produktion Gebäude, glaube ich. Müssen wir mal ganz kurz den Turm abwarten und danach gucke ich mal. Ach ja, er rennt lieber außen rum. So, den Turm stellen wir nämlich dann einfach dahin. Ja. So, was hatten wir denn da? Ein Schutzbunker. Produktion abgeschlossen. Die kennen wir alle. Eine Hafen und Werft. Produktion begonnen. Ich will einfach mal wissen, was es so ist. Stellen wir hier einfach einen Hafen und Werft hin oder sowas und guck mal, was die produzieren kann. Produktion abgeschlossen. Diese Pyramiden, diese Bauen.
Mit den Dingern kann ich momentan auch nichts anderes machen, als sie so zu bestücken, wie sie tatsächlich sind. Ach, jetzt kommen wir wieder in die chillige 70er Jahre spätabends Filme Musik. Wenn die 30 wieder versammelt haben, geht's in die nächste Attacke. In der Hoffnung, dass sie kein zweites Gebäude haben, um Gebäude zu bauen. Mal dahin. Ich vermute mal, du brauchst hier irgendwo ein Gebäude. Ein bisschen Wasser oder sowas. Möge das Gemetzel wieder losgehen. Produktion abgeschlossen. Nichts ist einfacher zu besiegen als ein Gegner, der keine Punkte mehr hat. Jetzt will ich noch wissen, was dieser Schutzbunker kann. Produktion begonnen. Produktion abgeschlossen. Wenn wir schon dabei sind, töten wir erstmal das Gebäude noch mit. Das ist, glaube ich, das Labor, was ich übernehmen soll. Energieversorgung braucht auch keine mehr. Und natürlich eignet sich die Gegend hier überhaupt nicht für den Hafen und die Werft. Produktion abgeschlossen. Aber ich hätte gerne rausgefunden, was ich kann, deswegen. Produktion abgeschlossen. Produktion begonnen. Energie aus, Energie an. Da produziert er mal 5 Stück. Produktion abgeschlossen. Du kannst auch einfach schießen. Danke. Immerhin, Energie haben sie jetzt auch keine mehr. Das heißt, produzieren sollten sie jetzt auch nicht mehr können. Produktion abgeschlossen. Und den stelle ich jetzt einfach mal dahin. Oder kann ich hier drüben irgendwo die Werft mal versuchen? Nicht, dass das da Sinn macht, aber ich will ja wissen, was sie kann. Durch den Wald kann eh keiner durch. Richtig geil wäre es natürlich, wenn man den Einheiten direkt sagen könnte, oder den Gebäude sagen könnte, wenn du produziert hast, dann gehe dahin. Aber das geht halt nicht. Bereit.
Okay, er braucht das Gebiet und baut sich da oben auf. Was? Okay, ich kann bis zu 5 Einheiten reinstellen. Gebäude verlassen. Ich weiß aber nicht, was für einen Effekt das dann hat. Wahrscheinlich können die da rausschießen oder sind dann für irgendwas immun oder... Ich meine, ich weiß, dass es in dem Spiel irgendwann noch Atomraketen gibt. Ich brauche mich ja nicht dummstellen und so tun so... Das macht ja gar keinen Sinn. Sondern ich weiß, dass es irgendwann ja auch den Klassiker Start einer Nuklearrakete entdeckt gibt. Nur mit einem weiteren Spruch. Produktion abgeschlossen. Und ich finde auch die Animation von den Einheiten, also gerade von den Hellbringern, relativ seltsam mit ihrem ruckelnden Bein. Bereit. So. Nächste Welle, los! Dummerweise, Fahrzeuge können sie halt immer noch produzieren. Oh. Geht einfach mal rein. Wir suchen jetzt mal die Stelle raus, wo wir Fahrzeuge produzieren können. Ich glaube, wir sind tot. Das ist die Mine. Nö, ihr könnt keine produzieren, zumindest nicht hier. Produktion abgeschlossen.